Herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video einer Grußbotschaft aus unserer Gemeinde. Heute zum ersten Sonntag nach dem Epiphanias-Fest. Epiphanias, das Fest der heiligen drei Könige. Wir haben sie gerade hier noch einmal auf meinem Fensterbrett gesehen. Die heiligen drei Könige aus unserer Krippe, aus unserer Alt-Rahlstädter Kirche. Das Epiphaniasfest ist in diesem Jahr fast etwas untergegangen. Unter all den Nachrichten der Sorge um Corona und den Fallzahlen, aber jetzt auch unter den Nachrichten aus Amerika. Dabei ist das Epiphaniasfest ein wirklich wichtiges Fest. Die orthodoxe Christenheit feiert Weihnachten zum Epiphaniasfest. Erscheinung des Herrn. Und wir feiern das Dreikönigsfest. So sagt es zumindest unsere volkstümliche Legende. In der Bibel finden wir darüber gar nicht so viel. Da heißt es ja nur, dass Weise aus dem Morgenland zu Herodes kommen, weil sie dem Stern gefolgt sind. Der Stern als Zeichen eines neugeborenen Königs. Die Könige machen sich auf den Weg, um dieses neugeborene Kind anzubeten. Diese Woche war aber auch noch zu Beginn ein anderes Ereignis, was einige vielleicht mitbekommen haben. Es gab einen Todesfall. Der bekannte Sänger Gary Marson ist gestorben. Kennen Sie ihn? Vielleicht sein Lied oder den Fußballsong, der da draus geworden ist. Wollen wir mal reinhören? Famously promised you'll never walk alone, and over the last year this nation clung to those words. Na, haben Sie es erkannt? You never walk alone. Du gehst niemals alleine. So heißt dieser Song von Gary Marston and the Pacemakers. Gary Marston ist jetzt gestorben. Dieser Song und Heilige Drei Könige, das passte für mich irgendwie zusammen. Und dieser Song könnte fast so etwas wie ein Motto auch für das neue Jahr sein. Auf Deutsch heißt es übersetzt in dem Lied: Wenn du durch den Sturm gehst, Kopf hoch. Und hab keine Angst vor der Dunkelheit. Am Ende eines Sturms gibt es einen goldenen Himmel. Das sind tröstende und aufmunternde Worte. Die Fußballfans auf aller Welt haben diesen Song immer wieder gesungen, besonders eben in Liverpool, denn der Gary Marson, der kommt aus Liverpool. Hab Hoffnung in deinem Herzen und du gehst niemals alleine. Ob das unsere drei Weisen, drei Könige der Legende nach auch gedacht haben? Sie hatten auch die Hoffnung, sie sind nicht alleine, sondern sie haben ein Ziel. Und dieses Ziel, das zeigte ihnen der Stern an. Der Ziel, dem Ziel zu folgen, dem neuen König zu huldigen. Dabei sind sie auch auf Umwege geraten und auf Abwege gekommen, wenn man so will. Kein Weg ist immer geradlinig und führt sofort zum Ziel. Die Weisen aus dem Morgenland landeten erstmal bei Herodes in Jerusalem. Da waren sie aber nicht am richtigen Ort, sondern er und seine Gelehrten mussten den Weisen dann erstmal sagen, dass der neugeborene König in Bethlehem zu finden ist. Und da machen sie sich dann ja auch auf hin und finden Jesus in der Krippe. Sie bringen ihre Geschenke und dann machen sie sich wieder auf dem Weg nach Hause. Wir hören nichts mehr von den Weisen aus dem Morgenland. Der Legende nach aus den drei Kontinenten, Afrika, Asien und Europa, und der aus Afrika, der ist auch der Legende nach schwarz. Die haben sich auf den Weg gemacht und sind nicht alleine gegangen. Durch manchen Sturm und durch manche Dunkelheit, aber der Stern immer vorneweg.
durch Dunkelheit zu gehen, das erleben wir gerade ja auch nicht nur draußen bei diesem schmuddeligen Wetter, sondern auch so innerlich in unserem Land. Diese ganze Pandemie, die ist wie ein Grauschleier, der über unserem Leben liegt. Aber gerade in solchen Situationen merken wir auch, dass solche Lieder wie das von Gary Marson uns anrührt und Mut macht. Das ist die weltliche Seite, solch ein Lied. Die christliche Seite sagt dann ja auch, du bist niemals alleine. Anders als Gary Marson glauben wir ja, dass Gott uns nie alleine lässt und mit uns geht. Die Könige, die Weisen haben durch den Stern den Weg gefunden und wussten, sie sind deshalb nicht alleine. Und als sie bei Jesus ankamen, waren sie sich dessen ganz gewiss. Ja, auch zukünftig wird Gott mit uns gehen. Den Weg, den sie denn einschlagen, den kennen wir nicht weiter. Es wird nichts davon berichtet. Aber der Legende nach sind diese drei eben auch Symbole für die drei Kontinente, Afrika, Asien und Europa. Und nicht umsonst ist einer der drei Weisen aus dem Morgenland auch ein Farbiger. Die Hoffnung, den Weg mit dem Stern zu finden, der war allerdings auch von Rückschlägen gezeichnet. Denn nicht sofort sind sie nach Bethlehem gekommen zu Jesus, sondern erst haben sie einen Umweg gemacht und sind bei Herodes gelandet. Auch unser Leben ist nicht frei von Rückschlägen und Veränderungen und manchmal muss man den Stern mal wieder neu suchen. Auch davon berichtet ja Gary Marson. Obwohl deine Träume weggeworfen werden, so singt er, und weggeblasen werden, gib niemals auf und geh weiter. Hab die Hoffnung im Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Diese Worte können uns auch jetzt in diesen dunklen Zeiten der Pandemie begleiten. Auch da ist es ja manchmal schwer, sich vorzustellen, wie lange das noch alles so weitergehen soll. Und die dunklen, trüben Tage draußen tun ihr Übriges. Aber die Hoffnung, dass es gut wird, die haben wir ja alle. Wir hoffen darauf, endlich wieder normal leben zu können. Es ist so wie einem Stern zu folgen, der am Horizont steht und sagt, ja, komm, folg mir, es wird gut werden. Wir brauchen solche Sterne, auch wenn sie in unseren Zimmern und Wohnungen jetzt langsam wieder verschwinden, aber der Stern, der durch Jesus aufgegangen ist, der leuchtet uns natürlich immer weiter, jeden Tag. Und ich würde uns wünschen, dass wir alle davon erhellt und ermuntert sind, auch wenn gerade in diesen Zeiten durch die Pandemie uns sicherlich noch einige Rückschläge bevorstehen werden. Aber das Ziel ist schon klar vor Augen. Und so hoffe ich, dass wir durch den Stern, den die Weisen gesehen haben, den Stern, der Jesus für uns ist, auch wir geleitet und gestärkt werden. Denn wir gehen eben auch nie alleine. Mit der Hoffnung und der Zuversicht, dass Gott es gut mit uns meint, uns den Weg ins Leben schenkt. Also, wie heißt es in dem Lied so schön? Wie schön leuchtet der Morgenstern. Ja, er leuchtet uns und er will uns weiter leuchten. Lassen Sie sich also auch bescheinen und gehen Sie wohlgemut und voller Zuversicht in die nächsten Tage. Ach ja, wohlgemut und voller Zuversicht sollen ja auch all die sein, für die wir Kollekte sammeln, die unterschiedlichen Projekte. Das tun wir auch, wenn wir keine Gottesdienste im Moment so feiern wie gewohnt, trotzdem. Hier unten in der Videobeschreibung ist unser diesmaliger Kollektenzweck angezeigt. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und am nächsten Sonntag soll es weitergehen mit einer kleinen Grußbotschaft. Bleiben Sie bis dahin also wohlbehütet, voller Hoffnung. Du gehst niemals alleine. Einen gesegneten Sonntag.